Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe mir schon mal drei neue Supertanks gebaut. Einen habe ich auch schon im Gebrauch, das ist der Hydrogengas. Da sind wir auch immer wieder dabei, jetzt immer mehr zu produzieren, weil der hier, schon voll, immer wieder welche macht, wenn ich das Zeug da draußen dann sozusagen auslade, also das Zeug da draußen. Dann wird es noch mehr. Und darum wollte ich einen Supertank. Der, wo hier gestanden ist, habe ich nach hier verfrachtet. Beziehungsweise das halt in den da umgefüllt. Und dann habe ich gemerkt, da war ja noch ein kleiner. Und den kleinen habe ich jetzt hier rübergestellt. Und da ist jetzt das Fluorin drin. Ich hoffe, dass das Fluorin erstmal ausreicht. Die anderen zwei werden wir dann im Nebengebäude brauchen. Ob ich jetzt in dieser Folge schaffe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen werden wir sie brauchen. So, da produziere ich schon mal wieder Clayblöcke, weil die braucht man nämlich jetzt auch. Denn ich habe hier in meinem Table schon das Rezept drin für den Hardwall Tier 1. Und ich bin der Meinung, das müsste ausreichen. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da so viele explosive Creeper rumrennen. Die versuchen da einzudringen und das wegzusprengen. So, da gehe ich auch gleich drei hoch. So, zuerst wollte ich eigentlich hier meinen Eingang bauen. Das lasse ich aber. Und ich muss jetzt mal meinen Rand einstellen. Schon mal ein wenig ausgemessen. So, und ich habe ja überlegt, ne, ob ich erst nur einen Chunk mache. Also sozusagen, wir sind hier. Ne, ob ich nur einen Chunk mache und den bis nach hinten dann gehe. Oder ob ich mehr mache. Und mittlerweile bin ich der Meinung, ich mache definitiv zwei. Das heißt, das Gebäude, wenn es fertig ist, müsste genauso groß sein, dass es genau in diese Chunks reinpasst. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal das da. Ich will auf jeden Fall zwei. Na, das bin ich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, der ist falsch. Den muss ich nochmal nach vorne verfrachten. Da bin ich sogar nur zwei in dem Chunk nach hinten gegangen. So, und dann heißt es jetzt 1, 2 und dann auf jeden Fall schon mal 3. Dasselbe Spiel haben wir auch hier vor. So, jetzt muss ich auf meinen kleinen Zettel da. Ich habe mir nämlich da irgendwas aufgemalt. So, dann heißt es nämlich jetzt, du gehst dahin. Dann kommen jetzt hier zwei. Da kommen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Dann kommt hier wieder ein Zweier. Dann wieder ein Zweier. Und dann habe ich hier wieder meinen Dreier. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ah, ich bin nur doof. Ich habe mir extra was hingemalt, noch einen Strich dazwischen geschoben. Das ist alles falsch. Alles falsch, nochmal. Ja, wobei, so viel hätte ich gar nicht nochmal machen müssen. So, das heißt, ich habe jetzt das dann hier. Das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommst du weg. Du weg. Kann auch alles weg. So, haben wir hier nämlich. Da. 2, dann 2. Okay, das heißt, wir haben den vorderen Teil vom Gebäude haben wir fertig. Gehen wir schon mal bis hier hin. Können wir das da auch noch begradigen? So, dann kann ich hier die Erde wegmachen. Die ja falsch ist.
dann habe ich meine Hardened Wall. Die ziehen wir auf jeden Fall hin. Ist das perfekt? Hier nehme ich noch ein bisschen Erde raus. Das Wand. Passt. Weil daher der Weg hinkommt. Da passt nicht, aber da ist schon Gras drauf gewachsen. Da ist schon Gras drüber gewachsen. Ja. Genau. Das heißt, hier habe ich dann meinen Weg. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Weg, der reingeht. Dann kann ich das schon mal ausmachen. So. Also das ist jetzt das Raffineriegebäude. Ich hoffe, dass ich das alles soweit richtig dann auch noch im Kopf habe und richtig plane. So, ich möchte hier so zwei Fenster haben. Dann habe ich hier so ein kleines, so einen kleinen Rundab, soll ein bisschen rund abbilden. Dass das in Minecraft natürlich sehr schwer ist, wissen wir, aber. Und dann habe ich hier noch einen Bereich, dann kommt da ein kleines Foyer rein, wo sozusagen eine Anmeldung ist und hinten dran kommt so eine Art Bürogebäude, also so eine Art Meisterbüro oder Büro halt, wo man dann auch alles ablesen kann. Das heißt, ich sehe dann in diesem Büro irgendwann, wie viel Öl habe ich auf Lager, wie viel Benzin habe ich auf Lager oder andere Sachen und so weiter und so fort. Das soll alles in diesem Büro stattfinden, hier in diesen Teilen. Soll dann alles stattfinden, was was sozusagen dann das die Ölproduktion losgeht. Also auf jeden Fall auf dieser Seite, die wollen wir auch so schnell wie möglich anfangen. Brauchen wir jetzt Cobblestones nochmal. Und Steine kann ich auch gleich mitnehmen. Bin mal gespannt, wann meine Gebäude alle. Ich sehe das kommen am Anfang. Ich habe jetzt dann nur erstmal Baustellen. So hässliche Rohbauten am Anfang. Und irgendwann so dann. Ich hoffe dann so in 3, 4, 5 Wochen, wenn dann die ganzen Gebäude langsam immer mehr Gestalt annehmen und immer mehr ausreifen. Also wenn man sich anstellt, anstellt. Genau, ich stelle mich gerade ein bisschen an, das merke ich gerade. Nee, aber das Wasserkraftwerk, da fehlt noch das Dach. Kann man ja auch schnell mal, ne? Lass mal da mal schnell mal reingucken. Also, dieses Gebäude hier ist provisorisch, das muss irgendwann weg. Das Lager war mal gerade drin, das ist, bis daher schon mal vom Dach her gezogen, aber da fehlt noch das Dach, da fehlt noch die komplette Beleuchtung und das Gebäude muss noch drüben wachsen. In dem Gebäude hier fehlt das Dach, also da haben wir ein Cabrio-Gebäude gebaut, man kann zwar von außen nicht mehr rein, aber ja doch, kann man von oben. Das heißt, das haben wir auch noch zu machen. Beim Kuhstall stehen die Kühe drin. Also die haben noch Open Air. Dasselbe ist auch bei dem kleinen Förstergebäude. Das ist auch noch Open Air. Beim Kastengebäude für den Strom, da steht der erste Teil von 4. Also das heißt, es kommt ja noch ein Stockwerk drauf. Und es kommt noch hinten was dran. Und dann ist es auch nur die Benzinproduktion. Also die Stromproduktion über Benzin in Kleinformat. Daneben kommt irgendwann dasselbe in
ein Großformat, also wo die großen Blöcke dann drin stehen. Sobald wir bei HV oder EV, IV irgendwas in der Richtung halt sind. Ja, und jetzt sind wir jetzt gerade volle Kanne dabei, das Gebäude zu planen für die Raffinerie. Und ich vermute, das wird auch noch einige Zeit lang dauern, bis das komplett fertig sein wird. Hauptsache, die Funktion steht schon mal. Und peu à peu kriegt dann das Zeug da drin, Funktionen. Und vor allem, es muss ja auch alles, es muss ja dicht sein, ich muss ja dann auch noch irgendwann den Strom verarbeiten. Das wird dann sozusagen für mich der nächste Bereich, weil wir möchten in der nächsten Folge, könnt ihr euch auch schon drauf freuen, da werden wir den EBF anfassen. Weil wir möchten den EBF sozusagen von MV auf HV schieben. Weil ich mir überlegt habe, dass ich den LV-Raum jetzt erstmal so lasse, wie ich ihn habe. Und den MV-Raum dann ausbaue in einen MV-Raum. Bis irgendwann mal alles soweit ist. So, dann brauche ich jetzt bitte nochmal die Schüssel. Ich bin gespannt. Die wird nicht mehr lang durchhalten. Ich nehme mal die Whitestones. Zack. Ich will den auf jeden Fall. Ich muss den auf jeden Fall 4 hochbauen. Dann kommt noch ein 5. drauf und dann wird auch, wie es aussieht, da ein Half-Slab drauf kommen. Dann wird es sehr viele Ähnlichkeiten von der Höhe her haben wie das gegenüberliegende Gebäude. Ja, ist ja auch gerade nicht gerade schlecht, wenn man Industriegebäude, aber ein bisschen ähnlich baut. Wieder weh. Au. So, okay. Dann nehme ich mir jetzt mal Dirt Block. Hier vorne weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Ist aber auch scheißegal. Wie gesagt, da kommt ja auch Glas rein. Ich habe jetzt 3 Blöcke Zeit. Wenn ich nur dran laufen will, also wenn ich jetzt hier beziehungsweise hier meine Destillerien whatever, also das Zeug baue. Ich weiß, dass da noch ein ich muss glaube ich noch eins höher. Ja, ich bin Trottel vom Dienst. Das ist leider falsch. Ich hoffe jetzt gerade, dass ich noch ein paar Scaffolds einstecken habe. Wenn nicht, muss ich gleich zum Lager nochmal latschen. Natürlich habe ich keine einstecken. Ja, aber das brauche ich jetzt. Wie gesagt, das Lager ist ja so, ist wirklich so groß, ne? Da will ich, brauche ich vorne nichts dran. Da kommt vielleicht irgendwann mal eine kleine Hecke oder so hin, aber das soll ja eigentlich auch das Glas zeigen. Dafür ist dann auf der anderen Seite die grüne Lunge oder so. Aus Scaffolds. Irgendwann muss ich den Baum da drüben auch noch fällen. Ich habe auch schon festgestellt, es ist total schön, dass es schneit und dass das, wenn es schneit, auch mal liegen bleibt. Habe ich ja nichts dagegen.
Hab nur festgestellt, es wird irgendwann ein Problem auf dem Lager, nicht auf dem Lager, sondern auf dem, nee. Ja doch, auch auf dem Lager. Weil ich auf dem Lager ja, auch Glas hab. Irgendwann. War nicht so viel, aber werde ich auch Glas haben. So. Mal hier ist soweit fertig. Passt, dass ich schon mal auf der richtigen Höhe bin. Gleich. So, richtige Höhe. Das macht jetzt dann wieder mein Stein. Da nehme ich jetzt erstmal wieder den da. Weil das wird auf jeden Fall. Ah, okay, und jetzt sind es auf einmal nur noch. Jetzt sind es nämlich nur noch zwei. Okay, aber ich brauche keinen Vierergang. Ich bräuchte einen Dreiergang, einen Zweiergang. Das reicht mir. Dann gehen wir jetzt dann mal komplett so. Fessel ich jetzt mal die wieder um zu. Das, ja, meine für die Gänge und wir legen uns hin. So. Okay, also, das heißt jetzt für mich, will ich da rumlatschen können? Also ich denke mir, ich stelle mir jetzt das gerade so vor. Sekunde, ich bin nochmal schnell beim Zählen, aber das sind 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich auch so. Ja, passt. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meine vier Maschinen, die halt sozusagen das Öl verarbeiten. Ich habe dann sozusagen in der Mitte, nehme ich jetzt mal diesen Huge Cobblestone. Da habe ich jetzt dann da meine Stromleitung dran. Und dasselbe habe ich ja auch nochmal hier. So, das heißt, ich habe jetzt dann hier wirklich mein Block. Dann habe ich hinten dran. Hardened Wall will ich jetzt gerade nicht nehmen. Ja, nehme ich Kabel. Habe ich jetzt dann hier dahinter Tiny. Nein, Schmarrn, da nicht. Ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich hinter der Stromleitung meine Pipes verlegen würde. Dann würde ich hier meine Pipes haben. Ja, das heißt, ich habe hier auf jeden Fall meine Pipe. So. Jetzt brauche ich doch F9. So, dann machen wir mal bitte alles, was ich habe. Falsch. Muss ich nicht gleich wieder vorrennen. Gib mir erstmal zwei. Dass ich schon mal alles hier habe. Genau. So. Das ist ja alles das, was in diesem Chunk bleiben sollte. Mal da rein, gibst mir mal den da. Muss ich mit der Erde gucken?
wie ich es mache. Wenn ich jetzt nämlich das sage, ich mache das so, da geht es nämlich schlecht. Also, das heißt, jetzt wisst ihr auch, warum, dass ich das erstes mal planen muss. Weil es soll in den Raum reinpassen. So, also das heißt, das ist das und das. Dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Da könnte ich jetzt dann sogar hier hingehen und sagen, hier schlage ich auch auf. Weil ich möchte da drin dann nochmal ein bisschen Licht haben. Sogar auch komplett hoch. Und dasselbe auch hier. Weil das Öl soll dann von unten kommen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, aber das wird irgendwann von unten kommen. So, dann habe ich jetzt das so. Das heißt, jetzt gehe ich dann hier hin. Das heißt, das. Das habe ich hier auch. Entweder gehe ich jetzt dann so hin. Ja, jetzt brauche ich doch nur mal. Warte. Vier Stück habe ich noch. Aber entweder gehe ich dann so hin, dass ich sage, okay, ich mache jetzt dann hier eine Tür rein und komme dann da durch. Was ich meine, das schaut scheiße aus. Also das heißt eigentlich, meine Tür kommt ziemlich weit nach hinten. Also sozusagen erst in den nächsten Chunk nach hinten, wie gesagt. Ja, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal Kabel. Und nein, ich habe keine mehr vorne. Darum muss ich hinterlaufen. Wie voll bist du? 3 von 15. Ja. Auch so. Meinem Inventar, der Riss dahinter. Darum habe ich ja auch beides dort. Eigentlich, wenn jetzt noch was im Barrel gewesen wäre, hätte ich das erste von oben genommen, den Rest von den einen von unten und den Rest von oben. Hätte ich alles immer in der Hand gehabt. So. Das heißt jetzt, ich brauche von dir nochmals bitte die White. Die sind jetzt geplatzt und ich habe jetzt keine White mehr bekommen. Also beziehungsweise die Steine, die wo ich gerade verbraucht habe, sind weg. Ah, nee. Das heißt, ich brauche eine neue Schüssel. Ich weiß gar nicht. Ist Obsidian eigentlich besser als Diamant? So, das heißt, ich brauche jetzt für eine... Obsidian... Schlüssel. Machen wir mal das an. Mittlerweile das aus. So, Obsidian-Platten und zwei Rough Iron Rods. Okay. Halt. Lass mal drin. Muss die da verwenden. Das heißt jetzt für mich, ich brauche jetzt Rough Iron. Das Rod drin. Also nur hoffen, dass die Platten schneller sind als der Rod. 20 Sekunden. Also bei denen kommt mir das nicht so langsam vor wie bei der Bending. Ja, klar, weil die Bending-Maschine natürlich immer schneller ist. Das 20 Sekunden ewig.
Ja. Ich glaube, das ist jetzt schon meine dritte Obsidian-Schüssel. Nicht schlecht. So. Und wir können wieder weiter basteln. So, die F9, das kann ich mal wegmachen. Weiß jetzt noch nicht, was ich da genau mache. Vielleicht kommen da... Ach nee, das hat schon gestimmt. Das heißt jetzt dann, ich brauche hier auf jeden Fall erstmal... Lutsch. Kann ich ja das nochmal weiterziehen. Da habe ich wieder nämlich einen Platz im Inventar frei. So, haben wir jetzt hier Whitestone. So, jetzt muss ich nochmal rüber und schauen, ob ich noch Stone Slabs habe. Wenn nicht, muss ich gleich welche in die Cutting hauen. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist so, dass ich keine Kabels mehr vorne habe, weil ich nur noch das Zeug habe, weil der schon wieder zu schnell war. Nee. So, habe ich welche? Habe ich welche? Nein, ich habe keine mehr. Okay, dann hauen wir mal durch. Dann hast du gleich 2 Stacks. Okay, so. Also momentan schaut es schnucklig aus, weil es halt klein ist. Also das wird irgendwann, ich vermute, in der Länge her in drei Chunks enden. So. Dann muss ich das da auf jeden Fall nach oben zimmern. Dass das Gebäude mal ein bisschen Profil kriegt. So, dann bin ich jetzt beim Überlegen. Will ich da auch noch Glaselemente mit drin haben? Breiter machen, aber ich kann es nicht mehr breiter machen, weil ich die Räume hier brauche. Oben Glaselement drin. Und vielleicht mache ich sogar noch ein Glaselement hier runter, dass ich dann entweder das hier mache oder vielleicht hier mache. Das wird sich aber erst zeigen, wenn wir dann voll ins Detail gehen. So, dann heißt es jetzt, ich habe jetzt noch die Steine. Weil der Raum wird ja immer länger. Beziehungsweise, ich möchte ja eigentlich hier nur, kann ich jetzt auch gleich den Boden rein machen. Gib mir mal bitte den da, genau.
So, und den da kann ich dann auch gleich wieder umschlüsseln. Ein breiter werden muss und nach hinten. Ja. Füllen wir auch gleich nochmal um. Dass ich den Raum auf jeden Fall auch so weit habe, dass ich das machen kann. So, also das heißt, ich komme jetzt dann hier rein. Das kommt wieder raus. Weiß noch nicht, wie weit. Hab dann hier auf jeden Fall so eine Art Element. Hätte gesagt, dann lasse ich hier. Jetzt muss ich mal nach draußen. Okay, nee. Das ist einfach nur. Na, da ist nichts Spezielles. Dann hätte ich gesagt, dann mache ich hier so eine Art verzierte Element. Und gehe nach drüben. Okay, das heißt, das muss raus, das muss raus. Ich brauche hier komplett auch das nicht mehr. Könnte sein, dass der Raum viel zu klein wird. Ich könnte das Gebäude noch um 2 verbreitern. Ich bin gerade beim Überlegen. Weil dann hätte ich nämlich die Tür breiter, gehe rüber. Weil jetzt kann ich es machen. Jetzt kann ich es noch machen. Wenn das Gebäude komplett fertig ist, kann ich es nicht mehr machen. Das ist ja auch gerade mein kleines Problem. So, geh mal du bitte dahin. Wir müssen den Boden noch gleich ausweiten. Weil, ne, die Mauer kann ja außerhalb vom Chunk stehen. Das meine ich damit. Schön. Ja, weil ich könnte ja das jetzt dann hingehen und sagen, okay, ich mache dich jetzt hier hin. Und gehe mit der Mauer sozusagen einen nach außen. Ja, das werden wir auch so tun. White Stone. Ich muss jetzt nur andeuten. Einmalig. Hier. Mal bitte. Das kann ich jetzt dann machen. Ah, dann muss der weg. Der muss weg. So viel zu andeuten, ne? Ja. Dann heißt es, doch gucken. Ne, der. Ja, jetzt werde ich verwirrt. Das heißt, das da kommt dahin und geht weg. Das da geht dahin und geht weg. Aber nur 2, ne? Ja, genau. Und dann habe ich meine Begradigung. Heißt, dann geht es dahin. Ich habe, also nochmal, ich habe 1, 2, 3, also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gehst du dahin? Eins, zwei, drei. Und du musst dahin. Ja, ich verblöd gerade. Aber müssen wir machen. Auch wenn ich
gerade wegen nicht mehr weiß, wie ich heiße. Dahin, dann habe ich da meine 4. Dann geht der nach oben. Dann geht der auch weg. Genau, dann kommt der nach unten, dann muss der auch weg. Auch weg. Dass ihr dann versteht, was ich meine. Die meisten werden schon bestimmt verstanden haben, was ich meine. Ja, aber so soll es dann ausgucken. Technik kommt hier sowieso erst rein ab dem Zeitpunkt, wo ich mir sicher bin. Genau, dann heißt es, das muss weg. Ja, das Bomben brauchen wir nicht mehr. Weder von grünen oder anderen bunten Farben Leuten oder von Maschinen, die in die Luft fliegen. Brauchen wir nicht. Also, das haben wir dann hier. Dadurch wandert ja dann die Mauer. Was wird jetzt dann das da? Ich hoffe. Und ich kann, genau, und dann mache ich dich hier um 1 breiter. Heißt, das ist das. Gehst du auch weg. Dasselbe auch hier drüben. Ah, genau. Das Aspekt, dass ich es wieder hinmache. Danke. Bitte, danke. Dann kann ich das da nämlich als Element auch noch raushauen. Dann habe ich hier auch sozusagen so eine Art Glasbogen. Glaube ich, kommt von. Ne, Glasbögen haben wir noch nicht. Dann haben wir hier so eine Art Glasbogen, dass ich halt mehr hier mein Licht drin habe. Und es wird schon wieder dunkel, Alter. Hört es irgendwann mal auf, die ganze Zeit dunkel zu werden hier? So, genau. Dann ist jetzt das da. Dann der da. Ups, nein. Jetzt ist es. Jetzt brauche ich wieder was zum Schlafen. Weil sonst sieht man nichts. Und ich will nichts, dass hier was spawnt. Okay, also. Dann haben wir jetzt schon mal das da. Jetzt muss ich das da nochmal schnell raushauen. Was jetzt viel schlimmer ist, dass jetzt die dass jetzt der Hammer schneller ist als die Picke. Finde ich witzig. Ja, okay. Man darf nicht vergessen, Picke hat Silk Touch. Oh, ich glaube, ich bin voll. Okay, das heißt, jetzt ist es das. Das heißt, ich gehe dann dahin. Genau, und dann kommst du nämlich hier hin. Schaust du doch komplett jetzt anders. Nee, jetzt muss ich nochmal hier gucken. Nee, passt schon. Das ist genau. Da auch hier 2. Ich habe jetzt dann hier einen, gehe jetzt dann da rein. 2, genau. Und habe dann hier meine Mauer. Das heißt, hier ist dann jetzt das da.
kommst du jetzt dann hier hin. Hast einen lang gezogen. Und du kommst hier hin und wirst nochmal hier einen lang gezogen. Und dann geht die Mauer da entlang. Oh, das ist verwendet. So, genau. Dann habe ich jetzt dann hier das und jetzt muss ich dann hier entlang gehen. Das dann, ja, genau. Weil jetzt ist es, jetzt gefällt es mir besser. Weil jetzt habe ich ja auch hier 3, 6, 7, 8, 9, 9er Breite. Das heißt, welche der Anmeldung ist mir das egal. Aber es geht mir darum, ich brauche noch Räumlichkeiten, eventuell für weitere Produktionen. Ja? Und das sollte natürlich dann nicht so ausschauen, dass ich dann meine Benzinherstellung in einem 3x3 Raum oder so habe. Nee, okay, es wären bisschen mehr gewesen. Ha, ich habe jetzt aber eine Idee. Dadurch will ja dann, ich hätte mal gesagt, ich gehe dann jetzt dann hier rüber. Ich hier rein. Heißt, das kommt auch wieder alles raus. Weil Weg. Das kommt auch raus. Und der hier, der da, da mache ich jetzt ein Kabel hin. Da kommt ein Aufzug rein, dass ich nach unten kann. Den brauchen wir ja. So, und dann sind wir hier. Ist egal. Die Seite ist jetzt egal. So, und dann brauche ich jetzt nochmal den da oben. Ja, ich glaube, ich gehe doch noch mal einen weiter nach vorn. Ja. Gehe noch mal einen nach vorne. Ja, schaut besser aus. Falsch. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich will jetzt erstmal den da haben. Ja. Ja. Weil das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Weg und hier meinen Weg. Und dann kann ich jetzt entweder, ja, ich kann dann, glaube ich, hier eine kleine Anmeldung hinbasteln oder hier. Oder so eine Art Sitzeck und hier eine Anmeldung. Ja, Sie können hier gerne Platz nehmen. Der Chef wird gleich kommen. Ja, und dann kannst du dann, dann kommt der Chef da rein und sagt, ja, guten Tag, bitte folgen Sie mir. Und dann gehst du da entlang und dann sagst du, okay, ich habe da hinten meine Räumlichkeiten. Dass ich dann sage, okay, du gehst dann hier rein. Gehen wir auch nochmal gleich zwei weiter. Okay, ja, ja, zufrieden. Und dann habe ich dann halt, ja, und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt hier noch so eine Art Zweierbereich. Dass ich den nicht umsonst nach oben gezogen habe. Da machen wir jetzt dann den da hinten, da kommt dann hier auch noch die Mauer drauf. Dass wir dann sozusagen dann den Gang haben. Oder
Dann brauche ich, noch mehr, genau, und dann, ja. Eine brauche sowieso dann noch billiger. Habe ich jetzt die falsche gemacht? Ja, natürlich. Ich habe wieder eine neue Schüssel, kann man ja wieder verschwenden. Ich hätte zwar auch da noch sagen können, okay, ich gehe noch ein Stückchen weiter nach hinten und baue da vorne was auf. Ich weiß es noch nicht. Nummer F9. Nee, das ist ganz gut so, dass ich genau hier die Mauer gezogen habe. Das ist, heißt dann wirklich links und rechts. Da kann ich ja auch Blumentöpfe oder whatever hinmachen. Dass es halt schnieke ausschaut irgendwann. Und dann habe ich hier einen kleinen Bereich, wo ich was machen kann. Und da einen kleinen Bereich, wo ich was machen kann. Und apropos Bereich, das muss noch weg. S. Eine hersuchen. Weg. Hey, der hätte in die andere, der muss in die andere Richtung weg. In die Richtung muss er weg. Nee, das kann ich dann doch mit der Hand besser machen. So. Genau. Und dann glaube ich auch schon nach hinten, ne? Mal gucken. Da habe ich den Zweier. Habe ich einen frei und dann geht es genau. So. Da ist denn eine. Also da ist die Mauer dann entlang. Dann habe ich so ein Stück. Da ist die Mauer. Oh. Bin gerade verwirrt. Mal wieder. 3. Passt. Also das ist der, das ist der. Okay, dann ist das der und dann ist dann hier die Mauer. Gucken, ja, bis jetzt hier 2, dann nochmal 1 und dann 3. Ah, so. Alles klar. Das heißt, das geht dann definitiv bis dahin. Genau. Dann haben wir gesagt, dann kommt hier der Kabel hin, weil dann da sozusagen der Aufzug reinkommt. Ich weiß. So, genau. Perfekt. Wollen wir auch nicht viel Gedanken machen. Welcher der Mauer? Außer, dass mir die Steine eventuell nicht reichen. Rein. Oh, oder auch nicht. Mal hier rein. Dann ist schon wieder dunkel. Sind schon wieder 10 Minuten rum. Ja, sind's. Zeit vergeht. Okay. Dann heißt es jetzt, wir haben jetzt dann noch hier Mauer. Dafür habe ich noch 23. 1, 2. Auch falsch. Ja, wobei, nein, da hat sogar auch noch
Ja, genau. Dann ging es gerade nicht. Stone Bricks. Mach mir mal davon bitte. Das war Maltes Cornet. War zu wenig. Ich möchte aber doch die Mauer fertig kriegen. So. Ja. Ein Stein mehr oder was? Nimm mal bitte davon erstmal nur 4. Nee, gib mir gleich nochmal 2. Dann. Das ist einfacher, wieder wegzuklopfen. Okay. Dann brauche ich nochmal ein paar davon, bitte umgewandelt in die White. Wegklopfen, haben wir es trotzdem. Perfekt. Ja, die müssen dann auch nochmal raus. Klar, weil da kommt ja der Weg entlang. Das muss auch raus. Weil der Weg sollte eigentlich nicht abrupt abbrechen. Dann, ob alles passt. Füllen wir nochmal die 12 da um in den Small. Ja, da. Füllen wir jetzt nochmal 4. Immer nicht. Plopp. Wenn ich wieder zu viel Graffel übrig haben. So. Das heißt, das schaut doch schon mal, finde ich, von innen auf jeden Fall nicht mal so schlecht aus. Also die Seite stimmt, die noch nicht. Wir machen mal das F9 weg. Okay, die Mauer muss ich noch rausrupfen und nach hinten setzen. Ah ja, auch gleich. Komplett raus machen. Hand. Ja, klar. Der muss ja auch weg. Der auch. Muss ja alles nochmal verschoben werden um 1. Dahin. So kriegt man auch sein Material wieder schnell los. Dann machen wir jetzt noch. Mauer nach oben. Perfekt. Passt. Dann Fensterli.
Dann heißt es jetzt nur noch Decke drauf und Beleuchtung rein. Jetzt kann ich jetzt das noch erweitern. So, das heißt, dann habe ich dann hier jetzt meinen Durchgang. Das heißt, ich komme dann hier rein und kann dann alles, ja, hier sozusagen, habe dann meinen Weg und habe dann links und rechts meine Umwandlung von Öl zu Benzin ist es, glaube ich, noch nicht. Wir schauen noch mal schnell. Ich vermute zwar, genau, also die Distillery brauche ich dann. Genau, und Chemical Reactor brauchen wir dann. Und Sulfuric Light Fuel. Genau. Also Sulfuric Light Fuel ist dann das, was wir dann drüben rauskriegen. Ja. Ich muss mir halt dann noch was einfallen lassen, beziehungsweise nein. Das wird ja, wie gesagt, da auch der Raum, so wie er gerade ausschaut. Bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Habe ich. Hier wird nur Sulfuric Light Fuel hergestellt. Ich bin auch momentan noch beim Überlegen, ob ich dann irgendwann auch noch einen Zwischentank mit reinbaue. Aber den werde ich erst, glaube ich, bauen, wenn ich auch soweit bin, dass ich ja den Raum hier voll habe, weil ich sag mal so, das wird natürlich peu à peu wachsen. Wie gesagt, vier hoch. Das wird irgendwann einen von den Chemical Reactoren machen, die dann in dem Raum sind, der dann entweder dran anschließt oder in die Mitte geht. Aber ich bin momentan noch beim Überlegen. Ich mache das dann, glaube ich, mehr mittig. Und ja, nee, doch, ich soll es auf jeden Fall oberirdisch machen, dass ich auch mal an Lightfuel rankomme. Was ich halt noch nicht weiß, ist, ob ich jetzt diese Seite und dann auch irgendwann diese Seite komplett dafür verwende, dann Lightfuel, also wirklich nur Lightfuel herzustellen. Ich brauche aber auf jeden Fall irgendwann Massen, weil, wie gesagt, Polyethylen und so weiter will ich ja dann auch herstellen, und zwar auch in einer Vollproduktion. Wie gesagt, ich habe dann jetzt, wenn ich jetzt, machen wir den Junk nochmal an, wenn ich ja das Gebäude jetzt dann komplett fertig habe, bin ich ja dann irgendwo hier drin. Und ich bin ja momentan beim Überlegen, wie ich das weitermache mit, wo es jetzt dann hier weitergeht. Weil hier soll ja dann eigentlich anfangen, meine Erzverarbeitung zu entstehen. Ja, dass mir sozusagen die wichtigsten Sachen alle beieinander haben. Das heißt also, ich habe jetzt dann da hinten mein Lager. Da ist der Weg jetzt nicht so weit, dass ich jetzt sage, okay, ich kriege die Erze von da hinten eventuell nach dahin. Automatisch. Irgendwann klar mit Applied Energistics. Aber am Anfang geht es natürlich nicht. Also da in Aber da werde ich auch noch viel laufen, vermute ich. Weil laufen ist besser als Project Red, weil irgendwann wird auch Project Red uns das Lecken halt zu groß machen, wenn ich halt immer Anforderungspipes habe, dass ich sage, okay, aber vielleicht reicht ja auch der Weg. Weil man darf ja nicht vergessen, ich brauche ja auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, die, wenn ich es richtig mache, naja, wobei, nein, die drei plus die drei. Genau. Weil man sieht ja, 1, 2, 3. Genau, das wird, und genauso groß wird es ja nochmal 1, 2, 3. Also bis daher geht ja irgendwann mein Lager. Das heißt, ich habe irgendwann da drei. Dann habe ich hier hinten irgendwann nochmal World Anchor stehen. Das heißt, ich brauche schon mal alleine fürs Lager 4. Wie gesagt, kommt drauf an, wie ich das baue. Vielleicht, dass ich dann da vorne auch noch einen habe.
der dann hier den Bereich macht. Dann habe ich auf jeden Fall einen, der diesen Bereich macht. Dann werde ich einen haben, der wo definitiv mein Energiezentrum versorgt und einen, der wo definitiv meine Raffinerie versorgt. Und der würde ja anfangen, sozusagen auch die Erzverarbeitung mit zu versorgen. Und hier würde dann sozusagen erst einmal das EPF-Zeug stehen. Alles andere kommt dann weiter nach hinten. Oder fängt hier an. Ich weiß es noch nicht. Dass ich sage, okay, ich baue den Raum dann hier auf. Weil, ne, man hat ja, ich will ja ein bisschen Lücke lassen und nicht blüb, 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 blüb. Nee, wollen wir nicht, sondern wir wollen ja da auch noch was Schönes draus daneben hinmachen. Erzverarbeitung könnte sein, dass es auch einfach nur eine Halle wird. Hier Mauern, rechteckig und Dach drauf. Nee, weiß ich noch nicht. Vor allem, ich weiß ja noch nicht, wie groß das die Erzverarbeitung irgendwann mal werden muss. Weil wir werden ja irgendwann tonnenweise, wirklich tonnenweise Erz verarbeiten müssen. So. Und ich bin ganz schön mutig. Oder doof. Hallo Spinne. Hast mich Gott sei Dank noch nicht gesehen. Aber ich habe dich gesehen. Reicht mir. So. Lustig ist, da hat's geschneit und hinten dran nicht. Ja, soweit ist dann die Ladung. Ich vermute auch gerade, dass die Pumpe hinten nicht mehr läuft, weil ich jetzt schon zu weit weg bin. Ja, und ich habe den World Anchor aus. Ja, aber das heißt ja, ich muss ja mir hier was überlegen, dass das der Bereich ja kleiner ist und für die ich weiß halt noch nicht, wie das halt ausschaut mit den Maseratoren. Weil ich hätte ja gerne große Maseratoren schon am Anfang dort stehen. Darum will ich ja das erst bauen, wenn ich auf HV bin. Und das wird sozusagen ja für mich die nächste Folge werden. Wir switchen unseren kleinen MV auf HV nach oben. So. Hätte ich gesagt, machen wir jetzt noch schnell hier den Bereich. Da habe ich ja auch schon was hingemacht. F9. Genau. Dann kann ich noch die da nach oben ziehen. Beide. Haben wir auch schon das fertig. Ja, wie gesagt, wenn jetzt dann auch noch hier das Nebengebäude drankommt. Ich deute mal mit dem Finger drauf. Seht ihr, total super. Wenn er hier da noch ein Nebengebäude drankommt, kann es halt auch passieren, dass dann der Eingang zwar innen erreichbar ist, aber auch der Weg nach innen dann so Art zentral dann passieren wird. Genau. Jo, also auf jeden Fall habe ich ein bisschen jetzt was zu tun. Das heißt, wir werden jetzt noch schön brav ich muss noch das, den Bereich da hinten, muss ich gleich sauber machen. Und dann werden wir mit dem EBF anfangen zu basteln, weil da muss ich ja einfach nur die Hedges austauschen, die Energy Hedges. Aber wird lang genug dauern, bis wir die hochkriegen und dann können wir jetzt erst das Stainless Steel herstellen. Da freue ich mich drauf. Ja, und vor allem, wir werden dann massiv Energie verbrauchen. Dann werden auch die nicht mehr hinterherkommen. Aber das ist auch nicht schlimm. Und ja, dann haben wir auch dann irgendwann einen Grund, das abzuklemmen und dann ne, alles schön brav sauber aufzubauen. Genau, aber jetzt höre ich Geschwafeln auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich schaut euch noch schöne Videos an, die wo gerade eingeblendet werden. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.